sagen Sie, komm, ich wollte nicht mehr. Es bleibt, es sind neue Kunden, neue Kunden. Es ist hier irgendwie ein mangelhafter, es ist nicht vollkommen. Und dann, als ich geduschen gelernt habe, habe ich mich erinnert, ich muss unbedingt seine neue einfügen. Ich danke der Wolfsleute. Es droht immer, eines der Probleme von Menschen, die versuchen, mit der Firma mitzuhalten, ist, dass man vorkaut, die Angst hat, wenn man anfängt, hinterher zu hinken, dass man nicht mehr die Zeit oder den Mut findet, um nachzukommen. Das macht mir gut, Baruch Hashem. Ich danke der Wolfsleute. Wenn man ein Seder Messiah ist, wenn man ein Sechter Messiah ist, dann versucht man, ein paar von einem Sechter zu machen. Wenn ein Seder Messiah ist, dann kann man auch einen ganzen Seder schauen. Und ich möchte eine bekannte Geschichte erzählen. Ich möchte sie erzählen und vielleicht entdecken einige oder mehrere, dass die Geschichte vielleicht auch anders erzählt werden kann, als sie meistens gehört wird. Ich spreche von Konya Magel, das ist ein Die Geschichte von Konya Magel findet man in der Mishne, wie es in Talmud Bavli ist, ist Perek Gimel von Tanis, hat alle Mishnais in einem, eine riesige Mishne, in der Mishne wird die Geschichte erzählt. Die Geschichte wird nochmals in der Gemore erzählt, in einem Reise. Und wenn man richtig genau liest, dann merkt man, dass es einige Differenzen zwischen der Mishne und der Reise gibt. Wenn Sie nicht überzeugt sind, dann ist interessant, dass man die Geschichte auch nochmals in der Tosefta findet. Und man findet die Geschichte ein viertes Mal in Talmud Yusha. Die Geschichte, wie wir sie kennen aus der Mishne, ist, dass die Mishne das Thema behandelt, für welche Ereignisse man besonders Phileas und Tanias einführt. Was ist, wenn es nicht regnet? Das ist das große Thema von Tanias. Was ist, wenn es zu viel regnet? Unter welchen Umständen soll man ein Talis machen? Oder erzählt die Mishne, was sind Konya Magel? Die Mishne gibt uns keinen Hintergrund. Die Menschen brauchten, sie kamen zu Konya Magel. Sie brauchten Hilfe, Regen. Konya hat einen bekannten Kreis rund um sich gemacht. Das ist eine der Erklärungen übrigens des Wortes Hamagel. Hamagel hat auch andere Deutungen. Und das kann sein, dass Konya Magel aus verschiedenen Gründen Konya Magel heißt. Aber hat diesen Kreis gemacht. Und er schwört, dass er nicht vom Kreis gehen wird, bis er von den Boten reden wird. Das fängt halt ganz klein bisschen zu reden. Mönchstern, du willst, dass mein Schwur gelöst wird, aber das ist nicht, wofür ich gebeten habe. Es soll regnen, ja? Und dann fängt es an zu regnen, aber ein Wolkenbruch. Und es ist unerträglich. Sagt Freunde, ein Wolkenbruch. Nicht erträglich. Auch Gishmei-Woche, das sind Gishmei-Klone. Es gibt ein Konzept von Gishmei-Woche, dass die Landwirtschaft ernährt, dass die Speicher wieder voll werden. Aber es gibt Gishmei-Klone, die auf einmal, wir haben das vor einem Jahr gehabt. Vor 10 Monaten, im März, hatten wir im ganzen März regelmäßig Wolkenbrüche. Und das hat in Österreich vielerorts viele Felder kaputt gemacht und vieles andere. In Wien sind wir gut bestückt. Sie haben nur gemerkt, dass sehr viel geregnet hat. Aber in Wirklichkeit ist es mancherorts eine Katastrophe. Ich sehe das auch in meinem Beruf in Kaschnitz. In Thüringen zum Beispiel. Dieser Regen war in Thüringen so verheerend, dass es dieses Jahr Thüringen, Sachsen, anders als in anderen Jahren ein großes Problem gibt. Warum? Alles, was die Bauern früh ausgesät hatten, wurde kaputt gemacht. Dann gab es noch einen späten Frost oder was soll ich sagen. Das heißt, man merkt tatsächlich, was die Schmecklone sind. Dann hat es angefangen, normal zu regnen. Und was ist geschehen? Es regnet. Wenn der gute Regen kommt, aber er hört nicht auf, ist das wiederum ein Problem. Ich habe sie gefragt. Ja?
Wir brauchen Hilfe. Wiederum brauchen wir Hilfe. Und Kölni nimmt sich jetzt eine Mischleiste, eine wichtige Differenz zwischen der Mischle und der Gmore hier, also der Breiße, sagt er, es hat genug geregnet. Antwortet er, sagt mal, hat es schon so viel geregnet, bis der bekannte Stein vor das Podium der Orte Pharabai ist, wo man verlorene Gegenstände ausgestellt hat, dass der unter Wasser steht, das war natürlich unmöglich. Pharabai ist einer der höchsten Punkte der ganzen Region. Ja? Er hat auch zu viel, ist etwas höher, aber Harabais ist eigentlich fast an der Spitze von dem Schleim. Und dann gibt es noch ein Podium drauf, selbstverständlich war es nicht überschwommen. Und bevor ich ihm sagen, was war das Problem? Man darf nicht, wenn man eine Woche bekommt, man kriegt Regen, darf man dann nicht diese Undankbarkeit sagen, sein Geruch. Und Chönja Magel antwortet, ist schon dort. Ihr wollt, dass ich jetzt dagegen darmen soll. Trotzdem, darf und Herr, und er sagt, wie heißt das, mehr nicht. In der Preise darf und Herr auch, dass der Regen aufhört. In Yerushalmi auch. Das Problem ist, das ist ein anarchisches Problem. Gegen etwas zu darbieten, das eigentlich eine gute Sache, an sich eine gute Sache ist. Ja? Man geht nicht mit darum dagegen. Was auffällt in der Mischne ist, dass Chönja Magel eine große Selbstsicherheit vorkommt. In Yerushalmi heißt es, dass Chönja Magel eigentlich sich damit etwas verletzt hat. Warum anfänglich? Bei uns in der Moris, warum? Ist der Regen anfänglich nur mit Tropfen gekommen, weil Klal Yisrael nicht würdig war. In Yerushalmi, weil Chönja Magel nichts mit Bescheidenheit gebeten hat. Er hat gesagt, ihr wollt, dass ich beten soll, ihr habt die Öfen schon vorbereitet, wir sind schon in Ador, bald ihr bereitet schon die Öfen vor, um kommen Pesach zu braten, schützt sie. Er war so sicher, dass sein Gebet akzeptiert wird. In Yerushalmi wird ihm das als Fehler angelegt. Darum kommt der Regen erstens dreimal nicht auf der Art, wie er wünscht. Zu wenig, viel zu viel oder viel zu lange. Und erst nachher wird die Sache wieder gut. In der Talmud Bavli sagt von der Magen, der Mönchleuten, Klal Yisrael kann weder zu viel Strafe noch zu viel Bruch ertragen. Das ist zu viel. Du hast quasi so das Ägypten herausgeführt, dass sie existieren sollen, dass sie gedeihen sollen. Um zu gedeihen, brauchen sie nicht zu viel und nicht zu wenig. Und an dieser Stelle hat der Regen aufgehört, wurde es normal. Dann erzählt die Molle die berühmte Geschichte. Chönja Magel hat sich gewundert. Das heißt, Schiramal, sagt er, als Shivas Zion kommt, wo jeder gekommen ist, wir hatten einen Traum und plötzlich kommen wir zurück nach Jerusalem. Was heißt das? Die 70 Jahre der Golus zwischen der Zerstörung von Beis Rishon und Binyan Beis Sheni war wie ein Traum, sagt der Weg, wie kann das überhaupt sein? 70 Jahre. Ein Mensch schläft hier 70 Jahre. Was war? Er kam irgendwo hin, das ist die Geschichte selber gehört, ja? Da sieht er einen Escarabin, that's right. Boxenbaum. Ah, Boxenbaum auf Jiddisch, weiß ich, oder Dachschau? Boxenbaum. Okay. Boxenbaum. Was heißt Boxenbaum? Nein, ist ein als Kind in Antwerpen war super populär, Boxer für Tumisch was zu erhalten. Das ist so trocken. Man nützt das sehr viel als Verdickungsmittel. Johannesbrot! Da bin ich Boxer. Boxer sie nicht. Johannesbrot. Okay.
Da sieht ein Mensch, der so einen Baum anpflanzt, sagt er, das gab es so viele Jahre, bis das wächst, in der Breite, in der Gnome, 70 Jahre, eine sehr lange Zeit. Sagt er, wozu bist du Zeit das? Bist du sicher, dass du die Früchte davon essen wirst? Sagt er, ich bin in die Welt geboren worden, mein Großvater hatte so einen gepflanzt, ich habe genossen, davon zu essen. Ich pflanze das für meine Enkel. Das hat er so eingeschlafen. Und wie er aufwacht, sieht er, der Baum ist groß geworden, es gibt die Johannesbrote, und er sieht den gleichen Typ. Sagt er, bist du so und so, der den eingepflanzt hat? Sagt er, nein, 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 ich bin dein Enkel. Und da hat von dem gestanden, hat 70 Jahre geschlafen. Man geht, er versucht seine Familie aufzusuchen und die glauben nicht, dass er Chon ist. Er geht nicht mit, ich kann glauben, dass er Chon ist. Hat genug und dann sagt er, ich habe Muslim in Susse. Entweder habe ich meinen Freundenkreis oder ohne Freundenkreis kann ich sogar sterben oder bitte verstehen. Das sind die Geschichten in Talmud Babli von Chon Yamage. Interessant ist, dass der Yerushalmi aber etwas Abweichendes hat. Wann lebt der Chon Yamage? Das ist die große Frage. Wenn der Mischne schaut, Shimon ben Shetach, der ungefähr 100 Jahren, etwas mehr als 100 Jahren vor Churban Beit Sheni gelebt hat, Shimon ben Shetach sagt zu Chon Yamage, eigentlich müsste ich dich in Bann nehmen, Nidui. So eine Art von Benehmen, so zu behaupten, dass man so sagt, ich brauche mich Bann, ich hätte dich in Nidui schicken müssen. Was soll ich tun? Chon ist eine Ausnahme für alles. Das heißt, dass Chon Yamage zur Zeit von Beit Sheni lebt. Interessant ist, der Maharsho zitiert zwei Quellen. Eine ist Yerushalmi, wir kommen gleich zu Yerushalmi. Er zitiert noch eine Quelle. Er zitiert eine nicht eine jüdische Quelle, aber nicht eine türkische Quelle. Der Maharsho zitiert Josephus. Josef von Matthäus. Er schreibt über Choni. In der gleichen Periode sagt er, Choni, es gab eine Geschichte mit Choni Yamage, mit einem Choni, sagt er Josephus, es gab einen schrecklichen Bürgerkrieg in Israel. Die zwei Brüder, Hokonos und Aristobulos, wollten, der Hokonos war König und Aristobulos hat versucht, gegen ihn eine Revolte zu führen, ihn abzusetzen. Er hat ihm auch vorübergehend abgesetzt. Die haben die Römer reingemischt, war eine lange schreckliche Geschichte. In dieser Zeit war die Lage so dramatisch, dass die Juden zu Chöni gekommen sind, um so zu beten. Und der Maharsho bringt, dass Josephus sagt, dass er in dem Krieg umgekommen ist. Und Maharsho sagt, es muss sein, dass die 70 Jahre, dass er verschwunden ist, geschlafen, verschwunden, dass das die Zeit war, dann hat angefangen. Das heißt, nach Maharsho, wann waren die 70 Jahre? Mit guter 100 Jahren vor Churban HaMikdash ist Choni eingeschlafen. Und eine gute 30 Jahre davor ist er aufgewacht und kurz später gestorben. Was steht in Yerushalmi? Wer ist Choni Yamage? Barberei de Chon Yamage. Er hat einen Großvater, der auch schon Chon Yamage heißt. Und der erste Chon Yamage war ein großer Zadik, noch größer als der zweite. Und was war die Geschichte mit dem ersten Chon Yamage? Der erste Chon Yamage, wenn er in das Hamikdash hineinging, pflegte die ganze Azore, das ganze Buch aufzuleuchten. Und eines Tages ging er sich um seine Angestellten kümmern. Er hatte landwirtschaftliche Angestellte, die haben Ziegen gezüchtet. Und er ging auf den Berg. Und wie er dort mit den Ziegen war, die Landwirte das machen, und auch die Chefs, man muss mal übernachten. Er hat sich irgendwo hingelegt in eine Höhle und eingeschlafen. Er ist am nächsten Tag nicht aufgewacht. Nach 70 Jahren damit schlafen. Nach 70 Jahren steht er auf und er sieht, die Welt sieht ein bisschen anders aus. Die Ziegen sind weg, die Arbeiter sind weg. Ja? Dann geht er hinab in den Tal und er sieht, er hielt und fragt ihn,
Was ist bei euch? Sagt sie, kennst du die Nachrichten? Ich sag so, nein. Ja, also so, was wir sagen können, was ist das, welches Datum haben wir heute? Und wie er mit ihm redet, merkt er, sagt er, wer bist du? Ja, er merkt, er hört Nachrichten von Dingen, die es gar nicht gab zu seiner Zeit. Wer bist du? Sagt er, ich heiße Ronny. Von dem Magier. Vor 70 Jahren gab es von dem Magier. Er kam in der Sonne hinein und es leuchtete auf. Sagt er, das bin ich. Und er ging tatsächlich in die Azure hinein und zwar, so was ist in diesen 70 Jahren geschehen? Gucken, das habe ich verstanden. Der Posuk, der von Bavli zitiert wird, wo Cholni sich gewundert hat, wie kann das sein? Shiramales b'shuvashem es shivasir nubik Cholmim, ist in Jerusalmi nicht vorab, vor dem Einschlafen, sondern danach. Cholnia Me'agel hat das erlebt. Er hat 70 Jahre geschlafen. Und was waren die 70 Jahre? Das waren die 70 Jahre der Zerstörung. Das bringt uns zu einer interessanten Frage. Ich habe den Tosef ausgelassen, weil wir wollen ja mal essen und mal sagen. Aber die Frage ist, wenn wir nur eine Version der Geschichte können, dann war die Geschichte so fertig. Aber wenn man sieht, dass es verschiedene Versionen der Geschichte gibt, dann muss man anfangen zu denken, was will diese eine Version, diese eine Geschichte, diese einlagerte oder diese andere uns sagen? Was will die Mishnah uns sagen? Was will der Preis uns sagen? Was will die Tosef uns sagen? Was will die Yerushalmi uns sagen? Ich nehme nur den Bavli und Yerushalmi. Wir lassen Mishnah und Tosef raus, damit sie nicht zu lange rumbleiben. Was klar ist, obwohl es nicht aus wirklichem Yerushalmi ist, es ist ja der gleiche Choni, der eingeschlafen ist. Ob es der spätere oder frühere Choni ist, ein Choni ist eingeschlafen. Ich glaube nicht, dass es zwei gab, die beide 70 Jahre geschlafen haben. Ja, nach dem Marcho, Marcho ist sich bewusst, dass wir einen Konflikt haben, ob es später war oder früher war. Aber ich will jetzt nicht die Geschichte rekonstruieren. Ich bin mehr interessiert zu verstehen, zu lernen, was Chazal uns lehren wollte. Cholni ist aufgewacht, hat gesehen, dass die Welt anders ist und ist gestorben. Das heißt, dass die Welt nach den 70 Jahren nicht eine Welt wie Cholni war. Der Marsho sagt, eigentlich hätte Cholni noch viele Jahre leben können, weil seine Zeit noch nicht gekommen ist. Die 70 Jahre, die er geschlafen hat, war ja außerplanmäßig. Außerplanmäßig, das heißt, es zählt nicht als älter werden. Ja? Wenn der Cholni noch so jung ist, warum ist er gestorben? Mhm. In Talmud Bavli ist das Thema mit den Johannesboten, Boxerbäumen, ist das Thema eigentlich Kontinuität und Welt aufzubauen. Der Marschall sagt, 70 Jahre ein Menschenleben, um zu sagen, der Mensch wundert sich, was mache ich in diesseits, was mache ich in dieser Welt? Ich versuche etwas zu tun, aber ich kriege da keine Peres. Es gibt Peres in der Marokko, aber es gibt Dinge, die wollen immer selbst, aber ich sehe keine Peres. Und die Antwort vom Mann, vom anonymen Mann, der diesen Baum einpflanzt, ist Kontinuität. Ich kriege diese Früchte nicht, ich kriege dieses Obst nicht, aber ich mache das, ich investiere in noch eine Generation und noch eine Generation. Als Cholni 70 Jahre verschwindet, dann wacht er auf in der nächsten Generation. Was war das, die Investition? Es sieht so aus, dass es nicht möglich ist. Es hat keinen Sinn. Jeder Dorf muss die eigene Chinuch-Herausforderung gerecht werden. Jeder Dorf, jede Generation muss wissen, was sind die Antworten, die ich liefern muss, damit die Menschen heute gedeihen, damit die Menschen heute wachsen, damit die Menschen heute in der Wadashem, Töre wachsen. Nicht immer ist die Antwort von zwei Generationen, die heute passt. Cholni Me'agel geht ein bisschen männlicher. Und man achtet ihn nicht.
70 Jahren früher, als er in das Mädchen einging, alle haben aufgeleuchtet. Das ist ein Bubble. Das Aufleuchten findet man in Babylonien scheinbar. Und alle haben aufgeleuchtet. 70 Jahre später hat sein Lehrer nicht vergessen. Aber er hatte die Antworten für die Fragen von ihm. Man hat schon konditioniert. Alle Leute sind schon konditioniert. Das kennt man schon. Buchhaltung ist sehr wichtig. Aber jetzt braucht man die Herausforderungen von einem. Was ist ein Tamilium Schein? Ein Tamilium Schein ist etwas ganz anderes. Können ja am Argen ist die Person, die Gottes nicht gespürt hat. Wenn man schon diesbezüglich auch sagt, es betont, dass wenn man in dieser Geschichte, wenn man Erlösung erlebt, dann versteht man das Exil vorübergehend nicht so tief ergehend, weil es ist vorbei. Heute ist eine Person, er kann die ganze Gottes überschlafen. Aber klar ist so, er kann es nicht überschlafen. Eine große Zeit heute hat Gottes überschlafen können. Für ihn braucht es kein Hoben und er hat deshalb weder Hoben noch Binyam gesehen. Er ist eingeschlafen, bevor er zerstört wurde, aufgestanden, die erste, die Erwirkungsermittlung hat wieder angefangen. Ja, das ist jetzt ein anderes Gebäude, aber sonst. So ein Mensch, wenn es darum kommt, um Regen zu kriegen, man hat eine große Not, man braucht den Zadik, dann ist was los. Aber man braucht den Manik, der die Menschen, die gerade Huben erlebt haben, dass diese wieder bauen, vielleicht ist das nicht mehr die richtige Person. Das nimmt nicht weg von der Kedusche von Köln, das ist sehr klar. Also so ein Mensch wie Köln, der hat es kaum in der Geschichte gegeben. Er konnte sagen, ich werde da, es kommt, der Regen kommt. Aber nicht immer ist das die Antwort. Und wenn nicht, was ich jetzt gesagt habe, schauen wir eine Sekunde in der Mischung, dann reißt das Bild auf, das Klal Yisrael. Es gibt keine Diskussion, es gibt eine Diskussion im ganzen Masechte, wie man davnen soll, wie man fasten soll, wenn es keinen Regen gibt. Und in dieser Geschichte wird gar nicht davon gesprochen, dass die Jeder das gebeten haben. Wir sind so völlig gegangen, wie eine Maschine. Also dann haben wir der Regen soll kommen. Ja? Das Problem ist nicht, dass Chöni ein ungeeigneter Anführer ist. Das Problem ist, dass es ungeeignet für den Rochen ist oder der Personen. Und Hanut der Person ist ungeeignet, dass man so leicht seine Bedürfnisse abdecken soll. Man muss arbeiten, mit Chöni muss man nicht arbeiten. Und das sieht man auch im Segen, der von Sanhedrin an Chöni ausgesprochen wurde, als er den Regen gebracht hat. Das ist hier ein Bus aus Iov und gibt um vier Segen. Eine Generation, die erniedrigt war, hast du Hoffnung gegeben. Also eine Generation der Dunkelheit hast du Licht gezeigt. Eine Generation, die erniedrigt war, hast du erhoben. Eine Generation, die in Gefahr war, hast du gerettet. Ja? Das korrespondiert mit den vier Stufen, bis der Regen korrekt gefallen ist. Und hat alles gelöst. Eine riesige Zeit. Und manchmal, statt alles leicht zu lösen, müssen wir die Dinge auf eine schwere Art lösen. Was er gesagt hat, man muss sich engagieren. Dann wäre es schwer. Das heißt nicht, dass Abus Wolf hat nicht jeden die Schlüssel von Chöni gegeben. Das ist nur ein Chöni. Aber es ist eben die ganze Idee. Es könnte in der Jacqueline dazu. Okay. Ja, es kommt Schnitzel, aber leider gab es eine Verzögerung in der Lieferung. Es kommt jeden Moment. Achso, ist das schon geschickt? Nein, es gibt heißes Essen schon, aber die Schnitzel wollen wir nicht mehr vergessen. Gut, das war es für Chöni Amarik. Jetzt möchte ich den Zio machen. Ende von Moed Kuten, mit dem ich den also das ist nicht der letzte, was heißt Kagi, das ist der letzte von Zero Beulah, bei mir ist es Moed Kuten geworden. Omar Rabbi Levi sagt, von der Jotze und besser Knesses und besser Midrash und besser Midrash und besser Knesses. Wer diesen, er geht sowohl in Shil Davon, er geht auch in Beta Midrash und wird auch lernen. Ja, es ist nicht, es gibt Menschen, die sind gute, regelmäßige Synagogegänger. Eine große Mitzvah.
Aber es sind schon mehr, es gibt Menschen, die kommen lernen, aber rechtzeitig zu Darwinen oder der Darwinens mitzumachen, zu schweigen, ist eine große Herausforderung. Ja? Wer die beiden tut, solche Mekabbelmaschine, er verdient, er wird, ist jetzt angekommen, Hasak, ja? Er kommt, die Götter, die Schrine kommt er begegnen. Schneema, wie es heißt, Jericho Mechail, der Chail. Jeroel Elohim Bezir. Er geht von Kraft zu Kraft, Stärke zu Stärke. Omer Abkir Barash, Omer Rav, Omer Abkir Barash, Omer Rav, Omer Rav, damit Rachoim in meinem Lucho. Damit Rachoim haben keine Ruhe. Man ist nicht, man lernt nicht Teure, damit man Ruhe hat. Man hat keine Ruhe. Afilu Leilu Mabo, nicht einmal im Jenseits, denn es heißt, Jelchum Mechail Rechail, Jeruel Elohim Bezirin. Es ist nicht die Idee, um selig zu sein, einfach Ruhe zu haben, sondern umgekehrt, man lernt für den Chantische Teure und der diese Woche ist, dass auch im Jenseits eigentlich in einer Zeit statisch ist, dass es die Dynamik von Teure bleibt. Hatten wir noch, wenn du mal gar nicht mehr sagst, שדאיד רוסם נסים במזה, נסים אימון למבוא, חנין למבוא, בומוי למבוא, בונחנו למבוא. אחרי מהפוא, אמור למבוא, אנחנו מהפוא, רוחש מהפוא, סוף מהפוא, אדו מהפוא, דור מהפוא. הר אבנו עד, נוי לי, הינו את דמס, עצמם בכלי ובכייס לנו בישראל. ונהיה, כל עוד אנחנו מתעצנו את עצמם בכלי ישראל, כלום יהיה לשמח ולום יהיה לנושא בו. ואיבא את החכמיני מתעצר בין המהילי, יהי בי מתעצר בין המהילי, יהי בי לא מבוש. ולום לא ישכח פיקודי רוב רוב חיסוני, ולא חתוע, אדוני לבדי נחוקך, אומן 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 צל רועס. ואם אנחנו נותנך, אדוני אלוהינו נושאנו, ששמתו חלקנו מיושב לסמיד ראש. ששמתו חלקנו מיושב לארץ. ולא שמתו חלקנו מיושב קודס, שעוד משכים מהם משכים. עוד משכים מהם משכים מהם משכים מהם משכים מהם משכים עוד מאמין מהם אמין מהם אמין מהם אמין מהם אמין מהם אמין מהם אמין עוד רוצים ורוצים 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 ואת אלוהים תורידו לכם שחף עד שתמרחום את מריח ולכם ואני אתחבוך ירוץ ונפנך ועד אלוהים היי כשם שעזרתני לסיים סדר מועד כן תעזרנו להזכים בסך לסיסור מאחיר נוסעים ולא נגמר לשאול לסס ולקיים מסתודים לסלום תנסך בבו ונסחוס כאן התנון והנורים ותמיד תחום יעמדון וזרענו שנסו משתנו מבינו וזרענו וזרע זרענו ולא מזכאים לבונו ויסלך אבות עד כעסוף ושחוכות שמו הולך ובקצוז יתמשכחו ויהיו ויוזר ויזרו בשנסחי ולבנה מבינו זמן של חובד אדוני זו מתן, אדוני גודל זו מתן